herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike's Musical World. Wenn man tot ist, sagen die Leute nette Dinge über dich. Aber die richtigen Worte für eine Trauerrede zu finden, fällt dem Buchautoren Thomas Weber schwerer als erwartet. Denn bei dem Toten handelt es sich um seinen Jugendfreund Alvin Kelby, dessen Todesumstände ungeklärt sind. Um die richtigen Worte zu finden, forscht der Autor in seinen ganz persönlichen Erinnerungen und versucht herauszufinden, warum sich die besten Freunde auseinandergelebt haben und was sie sich gegenseitig zu verdanken haben. Das intime Kammermusical The Story of My Life von Neil Bertram und Brian Hill aus dem Jahre 2006 kam in der deutschen Fassung als Die Geschichte meines Lebens in der Übersetzung von Thomas Borchert und Jerry Marving 2014 nach Wien mit Andreas Bieber und Daniel Große-Beumann und 2017 nach Fürth in Deutschland. Am 20. April 2024 feiert das Musical im Foyer des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen seine Premiere. Sebastian Schiller spielt den Autoren Thomas Weber und Benjamin Lee seinen toten Freund Alvin Kelby. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Premiere treffen wir die beiden Hauptdarsteller der Show The Story of My Life, Sebastian Schiller als Thomas Weber und Benjamin Lee als Alvin Kelby. Wie fühlt ihr euch nach der gelungenen Premiere? Guten Tag erstmal. Hi! Ja, genau. Guten Tag. Guten Tag. So, wie fühlt ihr euch nach der gelungenen Premiere? Gut, erschöpft. Also ich bin erschöpft, aber es ist schön, dass wir es geschafft haben. Es war ein Brocken. Ja, absolut. Ja. Genau so. Ja, eine Viertelstunde an einem Stück ist auch ohne Pause ganz schön heftig. Ja, oder? Ja, absolut. Besonders, wenn man praktisch nur zu zweit auf der Bühne steht. Ja, genau. Gut, Sebastian, die Geschichte deines Theaterlebens begann mit 9 Jahren auf der Bühne der Komischen Oper Berlin. Ja. Wie kam es denn dazu und was hast du dort gemacht? Ich war eigentlich Kinderstatisterie, Kinderchor. Mein Vater hat mich dahin gebracht, weil er im Chor gesungen hat. Mhm. Und er hat uns einfach dahin geschickt. Einfach dahin geschickt. Ja. Aber du spielst auch Schlagzeug und singst in Bands. Richtig? Das manche ab und zu passiert das, ja. Okay. Und 2010 hast du dein Diplom im Theatermalerei in Dresden abgeschlossen. Was ist denn das für ein Job? Theatermalerei ist eigentlich so Bühnenmaler, ne? Eigentlich das, wo das sind die Kulissen, werden dort angemalt eigentlich. Mhm. Und man lernt so große Prospekte zu malen und cool. Material zu imitieren. Ja. Alles mit Farbe. Trotzdem machst du jetzt was ganz anderes und genau. Du wurdest aber auch als Tänzer engagiert? Hier als Tänzer? Nein. Nein, nicht hier, also vorher. Nein, ich wurde nicht als Tänzer engagiert, ich habe einfach ein bisschen getanzt. Ich habe in der Semperoper habe ich Glück gehabt und bin in so eine Truppe reingerutscht und da hatten wir immer so ein bisschen so Tanzkompasserie eigentlich gemacht. Mhm. Und 2015 hast du hier in mir deine erste Hauptrolle in einer Steampunk-Oper bekommen. Genau. Was war das denn? Kleinzach ist genannt Zinnober. Okay. Der Band Coppelius. Und genau, das war für mich auch wirklich ein großes Ereignis, muss ich wirklich sagen. Das ist schön. Und seit 2016 bist du festes Ensemblemitglied in Gelsenkirchen und spielst in dieser Spielzeit in den Musical-Produktionen den Cornelius Hackel in Hello Dolly, mhm. den Michael in Tick, Tick, Boom und jetzt den Thomas Weber in The Story of My Life. Genau. Wie unterscheiden sich diese Rollen denn und welche liegt dir besonders am Herzen? Also soweit bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich nehme alle Rollen immer sehr ernst und egal wie groß oder klein sie sind, aber das hier ist natürlich etwas, womit man sich wirklich auch sehr auseinandersetzen muss, also egal ob man jetzt will oder nicht, weil man hat einfach viel Zeit, viel Probenzeit, auch wir beide müssen uns, wie ist das gemeint, was könnte er durchlebt haben in seiner Kindheit und man durchlebt dadurch eigentlich das Leben eines anderen Menschen und das ist manchmal gar nicht so einfach und
Und deswegen bin ich jetzt, wenn ich jetzt so einfach so sagen müsste, würde ich sagen, ist jetzt dieser Thomas Weaver mir eigentlich jetzt gerade sehr eigen oder egal, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, aber er ist mir am nächsten momentan. Mhm. Ja, du hast ja jetzt schon fast viel von deiner Rolle in The Story of My Life erzählt. Was ist denn das jetzt für ein Typ? Der Thomas Weaver ist eigentlich ein Schriftsteller. Er ist total erfolgreich geworden mit seinen Büchern und die Geschichten allerdings hat er aus seiner Kindheit und die hat er aufgeschrieben und sein Freund Alvin, der von Benjamin gespielt wird, der hat eigentlich diese Geschichten mit ihm zusammen erlebt und er hat ihn eigentlich als Kind zu diesen Geschichten inspiriert und das ist etwas, worüber er sich nicht so richtig im Klaren ist, der Thomas, beziehungsweise er verdrängt das und tut so, als wäre alles aus ihm herausgekommen, als wär er das Genie und der Alvin ist halt gestorben, hat sich das Leben genommen, wahrscheinlich, also sehr höchstwahrscheinlich. Und jetzt kann man eben nicht mehr sagen, es tut mir leid, dass ich deine Geschichten geklaut habe, sondern er muss es jetzt mit sich selbst ausmachen, beziehungsweise mit der Erinnerung an Alvin. Mhm. Aber du bist sehr erfolgreich mit den geklauten Geschichten. Stimmt. Aber kommen wir dann mal zu Alvin, beziehungsweise Benjamin. Du kommst aus Los Angeles, hast deine Ausbildung in Amerika gemacht. Genau. Wie und warum kamst du denn nach Deutschland? Naja, also nach der Ausbildung ich habe meine Ausbildung in Cincinnati abgeschlossen, in Cincinnati, Ohio, und ich hatte durch Zufall einfach eine Chance, um nach Magdeburg, okay, also ja genau, nach Magdeburg zu ziehen und genau, also ich war dort 4,5 Jahre fest und ja, dann bin ich hier. Ja, als klassischer Tenor bist du in der Oper eigentlich zu Hause, machst aber auch Abstecher ins Musical, zum Beispiel 2022 bei den Seefestspielen, was ist das für ein Wort, in Mörbisch, bei Der König und ich. Genau. Was war denn das denn für eine Erfahrung? Ist das ganz anders, es Musical, ist als Oper? Völlig anders. ich fand's eigentlich großartig. Ich hatte riesen, darf ich das Wort sagen, Schiss? Weil ich fand das so eine erstens bin ich kein guter Sprachler und ich hatte ganz viel Text, ausgesprochenen Text. Und es war quasi eine Schauspielrolle und dann noch dazu für, Gott, wie viele Leute, so 5000 Leute da im Publikum. Ja. Es war schon irgendwas ganz anderes, aber das war für mich so ein Moment, wo ich, also sagen wir, eine Produktion, wo ich so viel gelernt habe. Und ja, ich bin so dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen, genau. Ja, und hier spielst du jetzt seit 2021 und bist im Solistenensemble. Genau. Und spielst bei The Story of My Life die Rolle des Alvin Kelby. Genau. Was ist denn das jetzt für ein Charakter? Wir haben ja schon gehört, dass du ganz schön ausgenutzt wurdest oder so. Na, ich glaube, ausnutzen ist das falsche Wort. Ja. Mehr so, er ist einfach geblieben. Ich kenne auch viele Leute, die mit dem, wie soll ich das formulieren? Du bist die Inspirationsquelle. Genau, und der... Eigentlich ein guter Freund. Ein sehr guter Freund, und der wollte, also der fühlte sich, sagen wir mal, verpflichtet an, wie sagt man, an seinen Vater? Ja, seinen Vater verpflichtet. Genau, der fühlte sich mal seinen Vater verpflichtet und dem Laden verpflichtet und der Thomas war immer derjenige, der diese großen Ideen hatte, diese große Persönlichkeit hatte, der seine Träume verwirklicht hat. Genau. Und du bist da in dem Kaff geblieben? Genau, weil ich das angenehm fand und sagen wir mal, in meinem Kopf viel zu tun hatte. Und für mich war dieses große Abenteuer vielleicht ein bisschen zu viel, aber es gibt auch so ein Stück, der denkt, nein, also ich bin ein George Bailey, ich bin von Ist das Leben nicht schön? Ich bin, sagen wir in Anführungsstrichen, klein, aber so extrovertiert, groß, ich gehe raus, ich mache was, ich ziehe um und ziehe weg und ja, das war eher, glaube ich, in seinem Kopf nicht, weil der nicht an sich geglaubt hatte. Und das finde ich, das mit Alvin, genau. Sein, ja. Ja. Bei Tanz der Vampire gibt es den Song Tod zu sein ist komisch. Wie fühlst du dich denn als Geist auf der Bühne?
Du bist ja eigentlich gar nicht so wirklich da. Nein, bin ich nicht. Du bist aber ja nur eingebildet. Ich finde es aber, weil, sagen wir mal so, ich habe eine ganz, ganz persönliche Verbindung mit dieser Figur, weil ich bin auch ganz weit weg von all meinen Freunden. Und ich habe auch einen besten Freund, mein bester Freund ist gestorben vor 3 Jahren und der Alvin ist tot, aber der ist da nur, um zu sagen, Alter, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich war immer bei dir, ich war immer mit dir. Und das finde ich schön, dass er nicht so reingezogen wird in Wahnsinn und so weiter. Dass er sagt immer, ich bin am Ende des Tages hier für dich, ich war immer hier für dich, ich habe alles verstanden, es ist okay, wir versöhnen uns und du musst dir keinen Gedanken machen. Das finde ich schön, weil diese Stimme zu sein. Das ist die besondere Chemie zwischen den beiden Charakteren. Genau. Ja. Wie empfindet ihr denn die doch recht ungewöhnliche Spielstätte im Foyer des Theaters und nicht auf der Bühne, zum Beispiel im kleinen Haus des Musiktheaters? Ich fand das am Anfang so ein bisschen okay merkwürdig, ja. Aber nachdem wir, also ich zumindest, das Stück besser kennengelernt habe, dachte ich mir, weil das Stück so intim ist, ja. Ich finde es eigentlich ganz, ganz schön. Also als Zuschauer sitzt man ja dann auch viel näher an euch dran, ja. Also ich habe ehrlich gesagt fast gedacht, dass ihr da die erste Reihe so ein bisschen mitnehmt, als ihr da die Stöcke ins Wasser geworfen habt. Das sah schon ziemlich gefährlich aus. Ich war froh, dass ich ein bisschen weiter hinten saß. Ja, dann würde ich sagen, der Vorverkauf für The Story of My Life läuft doch eigentlich ziemlich gut für die insgesamt 6 Vorstellungen bis 29. Mai 2024. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg für die weiteren Vorstellungen von The Story of My Life und wer weiß, vielleicht sieht man sich dann ja mal wieder. Ja. Okay. Das hoffe ich mir. Gut. Vielen Dank für die Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao.